Schaut mal, unsere nächste Station, der Walchensee. Von hier sind wir gekommen, durch ein Siedl durch und jetzt sind wir hier oben angekommen. Aber hier ist jetzt gerade nicht so viel zu sehen. Der geht da hinten noch ganz schön weiter. Mal sehen, ob wir noch eine andere Stelle finden. Und da oben ist ein Berg. Wir gehen jetzt noch mal eine Hunderunde hier. Cassie ist ganz aufgeregt. Bin gerade über eine Knallerbse gestolpert und jetzt ist er jetzt ein bisschen panisch und will nicht mehr da lang, wo das Auto steht. Ich probiere es einfach weiter. So, ich habe es mir erstmal hier wieder richtig gemütlich gemacht. Ist heute echt warm, auch draußen. Nur minus 1 Grad. Und eigentlich wollte ich mit Cassie noch eine Runde gehen, aber ich bin irgendwie auf eine Knallerbse gelatscht und dann war der Spaziergang vorbei. Sie ist voll panisch in irgendeine Richtung und konnte sich nicht mehr durchringen, da lang zu gehen, wo ich wollte. Und dann sind wir zum Auto zurückgegangen. Aber jetzt machen wir es uns hier gemütlich. Ja, heute ist mein letzter Abend hier in Venna. Morgen geht's wieder nach Hause. Ich hoffe, die Tour hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und zum Abschied nochmal die gemütliche, abendliche Venna. Ja, so sieht's aus. Voll eingeschnellt. Ich muss mich erstmal mit dem Handfeger betätigen. Cassie regt sich auf, weil hier ein anderer Hund ist. Aber wenigstens geht es leicht runter. Ja, es schneit immer noch. Ach, schön. Da steht Venna. Und Cassie und ich machen jetzt erstmal eine Hunderunde. Ich muss erstmal gucken, wo man hier lang laufen kann. Hier ist die Sächsische Saale. Und wir sind heute ganz schön spät dran, weil das Problem war, heute Morgen haben natürlich alle Schnee geschoben. Und ich wollte mich nicht im Auto zu erkennen geben. Und daher musste ich mich ganz ruhig verhalten. Sobald ich mich muckse, freut sich Cassie und haut immer mit dem Schwanz gegen die Autotür. Dann wundern sich natürlich alle Leute, die draußen Schnee schieben, was da in dem Auto los ist. Ja, aber ansonsten war es unsere bisher wärmste Nacht. Cassie, komm, wir gehen hier rüber. Und wir hatten, glaube ich, -2, -3 Grad. Und das war echt angenehm. Ich brauchte heute Morgen nicht mal die Heizung anmachen, um aufzustehen. Ich habe einfach meine Sachen, die ich anziehen wollte, mit in den Schlafsack genommen. Und dann, der ist richtig groß, der Schlafsack, dann konnte ich mich gemütlich da drin umziehen. Ja, aber jetzt geht's hier erstmal ein paar Meter durch den Winterwald. Seht ihr, wir sind die Ersten, die hier spazieren. Weiß gar nicht, wie der Ort hier heißt. Das ist hier in der Nähe von Hof. Ich glaube, nach dem Frühstück werden wir uns mal den Auenseeblick anschauen, 1 Kilometer oder auch die Isar. Mal schauen. Aber jetzt geht's erstmal frühstücken. Ich freue mich schon.
So, jetzt bin ich im Auto, Haare sind klitschnass vom Schnee. Und jetzt muss ich mal gucken, ob das Gas überhaupt für meinen Kaffee noch reicht. Wenn nicht, habe ich ja noch das Wintergas hier, habe ich noch nicht mal angefangen. Na, mal schauen. Noch ein kleiner Tipp zum Vanlife-Frühstück. Und zwar habe ich immer in meinem Schrank Zwieback, falls es mal keine Tankstelle oder keinen Bäcker in der Nähe gibt. Und auch Jesus Müsli, das sind Trockenfrüchte, Müsli, Smoothie Balls. Ja, für mich ist das Frühstück immer so mit das Wichtigste am Tagesbeginn. Alle weiteren Mahlzeiten kommen dann, wenn ich Hunger habe. So, ein kleines Fazit jetzt nach einer Woche Vanlife. Ich würde euch raten, im Winter, wenn ihr eine Heizung nutzen wollt mit eurem Gas, würde ich pro Tag eine Gasflasche rechnen. Also eine von diesen kleinen Kartuschen. Dann kommt ihr aber sehr gut durch die Tage. Ich habe jetzt 3 Flaschen verbraucht, aber ich habe wirklich nur abends und morgens diese Notheizung angehabt. Wasser habe ich genau 10 Liter verbraucht, also da hat mein Kanister genau ausgereicht. Allerdings habe ich wirklich nur Kaffee, Tee gekocht und damit abgewaschen. Ja, und gekostet hat mich die Reise nicht mal 20 Euro. Ich habe einmal Parkgebühren bezahlt, 5 Euro für 24 Stunden. Und ich habe mir einmal geleistet, essen zu gehen, also Essen abzuholen und dann im Auto zu essen. Und das hat 13 Euro gekostet. Alle anderen Lebenshaltungskosten wie Brötchen und so weiter, die habe ich jetzt nicht mitberechnet, weil die braucht ihr zu Hause ja auch. Also das wäre jetzt nicht teurer gewesen. Und den Fahrweg, den kann ich natürlich für euch nicht berechnen, weil ich komme aus dem nördlichen Brandenburg. Da habe ich vielleicht ein paar mehr Kilometer, als wenn jemand aus dem Saarland kommt oder aus Baden-Württemberg und nach Bayern fährt. Also das müsst ihr euch vorher selbst ausrechnen. Aber so an Kosten hat mich die Reise genau 18 Euro gekostet. Das mit dem Gasverbrauch und den Gaskartuschen, das kommt natürlich auf die Außentemperatur an. Ich hatte nachts zwischen minus 5 und minus 10 Grad. Und habe im Auto immer eine Wohlfühltemperatur ohne Jacke gehabt. Also ich habe hier mit Skiklamotten abends drin gesessen, ein bisschen am Laptop gearbeitet. Und das Auto war warm, weil ich ja abends immer erst den Stellplatz gesucht habe. Und meine Notheizung musste dann halt nur die Temperatur erhalten, die ich vorher schon hatte. Und die lief auch nicht auf Dauerbetrieb, sondern immer, wenn ich gemerkt habe, ups, es wird ein bisschen kühler, dann habe ich sie angemacht. Weil ich ja auch immer das Fenster aufmachen muss dabei, um genug frische Luft zu haben. Ja, also nur für euch, wenn ihr andere Temperaturen habt, wenn ihr draußen Plusgrade habt, braucht ihr natürlich nicht so viel Gas. Meine Gaskartuschen, die hole ich bei Amazon. Guckt gerne mal unten in die Videobeschreibung. Da ist ein Link zu meinem Amazon-Shop. Da sind so Großpackungen, 25 Flaschen, 25 Euro so. Verlinkt. Könnt da gerne mal reinschauen. Und ein Tipp noch, interessiert die Herren unter euch wahrscheinlich jetzt nicht so, aber für meine Gesichtspflege nutze ich immer Jojobaöl.
Und das ist bei diesen Temperaturen ist das immer hart, so dass ich es im Abwaschwasser auftauen muss. Da unten seht ihr noch diese weiße Klumpen, das ist noch nicht ganz aufgetaut, aber das ist wahrscheinlich hat das einen Härtepunkt von, weiß ich nicht, 5 oder 10 Grad. So, das Frühstück ist aus. Wir machen jetzt hier noch eine schöne Wanderung. Und dann geht's ab auf die Autobahn. Wir sind jetzt ja hier in der Nähe von Hof. Und dann müssen wir noch 4 Stunden fahren bis ins nördliche Brandenburg. Das ist übrigens die Sächsische Saale. Wir versuchen hier noch zu so einem Auensee zu kommen. Mal sehen, ob ich das heute noch finde. Die Wege sind so verschneit, dass es gibt keine Fußspuren, nichts. Ich muss mal gucken. Na, hast du dein Fell sauber gemacht, Cassie? Cassie liebt den Schnee. Stimmt's, Cassie? Na lauf! Alles so schön weich am Fußboden. Jetzt sind wir ganz oben auf diesem Berg. Der ist jetzt nicht allzu groß, aber Cassie ist auch da, hat gerade gegraben. Und dahin geht's nach unten. Eine schöne Aussicht auf den Ort. Und hier hinter mir, da kommen echt dicke Schneewolken. Kennt ihr die Treckerreifenspur? Das haben wir als Kind immer gerne gemacht. Naja, fast. So auf die Weite könnte man denken, doch ein Trecker. So, jetzt beenden wir unsere Runde und wir beenden auch unsere Tour, indem wir jetzt nach Hause fahren. Es ist eigentlich so, so schade, dass man sein ganzes Leben mit Arbeiten verbringt, obwohl man so viel schönes Stückchen Welt erkunden könnte. Ja, wir fahren jetzt nach Hause und ich werde euch noch ein Stück auf meiner Autobahntour mitnehmen. Ansonsten sehen wir uns zu Hause wieder. Ein letztes Stückchen Bayern.
Ich hoffe, meine winterlichen Impressionen haben euch gefallen. Bei mir im Land Brandenburg gibt es ja nicht so viel Schnee, darum freue ich mich hier umso mehr. Und da steht Venna im Winterwunderland. Diese Schonbezüge habe ich übrigens in der Videobeschreibung in meinem Amazon-Shop verlinkt. Die mache ich einfach immer rüber, wenn sie einsteigt, und dann klappe ich die zurück und dann kann ich mich auf den Sitz setzen. Und wenn sie wieder aussteigt, klappe ich es wieder zurück. Das ist so ein bisschen beschichtet, also wasserdicht. Der deutschen Einheit. Wir fahren jetzt genau über die deutsch-deutsche Grenze. Und jetzt sind wir in Thüringen angekommen. Seht ihr die Suppe da draußen? Wisst ihr, was das für ein Zeichen ist? Das ist das Zeichen, Urlaub ist zu Ende. Schon sind wir in Sachsen-Anhalt und ihr seht, das Wetter ist immer noch nicht besser. Im Gegenteil, es wird weniger Schnee und mehr nass. So sieht's aus. Wir sind im Land Brandenburg. Welcome! Wenn es hier mal schneit, dann fahren alle Autos auf der rechten Spur, weil alle sich in die Hose machen. Die linke Spur ist komplett zugeschneit. Hier schneit es praktisch nie. Dort vorne ist Blaulicht. Alle kriegen Schreck, bremsen. Die anderen Autofahrer, die hier so um euch drumherum fahren. Ich manchmal schon, zum Beispiel, wenn mich jemand überholt und der dann vor mir wieder einschert und dann bremst, da könnte ich einfach hinten rauffahren. Aber ja, so ist es halt. Es gibt solche und solche Menschen. Wie hat euch das Video gefallen? Oder besser gesagt, wie hat euch die ganze Tour gefallen? Habt ihr alle Videos gesehen? Von der Hinfahrt bis jetzt zurück zu? Ihr könnt mir ja mal einen Tipp geben, wo ich noch hin könnte, so in Deutschland. Wo ich noch nicht war, wo es auch schön ist. Ein bisschen spektakulär sollte es schon sein. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann einfach mal den Daumen nach oben geben. Und Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich freue mich, in letzter Zeit so viele neue Abonnenten bekommen zu haben. Ja, ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bis bald.